Was sagt man über einen toten Voyeur? Er ist weg vom Fenster. Bis gleich. Hallöchen meine Freunde, ich begrüße euch heute zu einem neuen Video. Heute kommt die normale News-Folge, bisschen später als sonst in der Woche. War trotzdem viel Spaß. In Frankfurt musste am letzten Freitag das alljährlich geplante Radrennen rund um den Henninger Dom leider abgesagt werden. Grund dafür war ein versuchter Terroranschlag, der Gott sei Dank noch frühzeitig vereitelt werden konnte. Der Polizei gelang es Gott sei Dank am Donnerstag vor dem Rennen, ein Terroristenpärchen hochzunehmen, was diesen Anschlag geplant haben sollte. Bei der Razzia im Unterschlupf des Pärchens wurde dann eine Rohrbombe und einige scharfe Waffen gefunden. Natürlich gibt es bei dieser Sache wieder zwei Seiten der Medaille. Die einen sagen, man dürfe Terrorismus nicht so eine Bühne bieten und dort für die ein Exempel statuieren, weil das bekräftigt die nur darin. Das sind aber auch dieselben Leute, die dann gesagt hätten, wenn dort was passiert wäre und dort viele Menschen gestorben werden, sowas hätte man noch absagen müssen. Wenn man das vorher weiß, darf man so ein Rennen nicht stattfinden lassen. Das sind immer die Leute, die sich nach dem Wind drehen und eigentlich immer nur dagegen sind. Sowas gibt's leider. Ich bin der Meinung, dass dort völlig richtig gehandelt wurde und dass immer noch der Schutz eines Menschenlebens im Vordergrund steht. Ich glaube, das 1, das 10, das 100 oder auch das 1000 Menschen sind. Und natürlich bin ich auch der Meinung, wenn zum Beispiel wie in Berlin das Pokalfinale oder eine Woche später das Champions League Finale im Olympiastadion stattfindet, dass man sowas, wenn so eine Androhung vorkommt, auch absagen müsste. Weil jede Drohung ist gefährlich. Und man kann nicht immer nur davon ausgehen, das sind leere Drohungen. Weil wenn es erst einmal passiert ist, ist es zu spät. Eure Meinung würde mich da wieder sehr interessieren. Wie immer in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Als nächstes Thema würde ich gerne mal mit euch über meinen Freund Cristiano Ronaldo sprechen. Der ist zu Recht auch sicherlich oft gescholten und wird auch als arroganter Penner oft bezeichnet oder sonst wie. Und der ist auch sicherlich kein einfacher Mensch oder sonst was. Aber der hat diese Woche was gemacht, wo ich den größten Respekt vorhabe. Der spendete nämlich 7 Millionen Euro für die Erdbebenopfer in Nepal. Muss man sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen. 7 Millionen Euro. Das könnten so viele Leute machen und es gibt so viele Leute, die viel mehr Geld haben als er, die wahrscheinlich gar nicht wissen, wie viel sie haben. Ja, aber nicht dieses Geld spenden, obwohl sie es könnten. Und ja, der hat sehr viel Geld und verdient sehr viel Geld und kann sich das leisten. Aber wie eben erklärt, nicht jeder, der sich das leisten kann, macht das. Dafür habe ich sehr großen Respekt und muss ihm dort sagen, Hut ab, mein Freund. Es ist ja schon seit längerem bekannt, dass er anscheinend eine sehr starke soziale Ader hat. Ich denke da zum Beispiel an die WM im letzten Jahr, als er für seine Frisur ausgelacht wurde, als er diesen Ritz in den Haaren hatte, wo alle dachten, das wird jetzt so ein neuer Trend. Nein, dort war es ja eine symbolische Geste für einen kleinen 10 Monate alten Jungen, für den er eine Hirnoperation bezahlt hatte, da dieser Junge an derselben Stelle am Kopf auch eine Narbe hatte. Wie gesagt, man kann dort auf den Platz von ihm immer halten, was man will. Und sicherlich, wie eben auch schon mal gesagt, ist es kein einfacher Kerl. Aber er hat eine ganz starke soziale Ader und setzt sich sehr für Unterprivilegierte ein. Daran sollten sich viele ein Beispiel nehmen und auch damit immer bei der Einschätzung eines Menschen auch die private Seite mit einbeziehen. Kommen wir zum letzten, aber auch ziemlich krassen Thema meiner Meinung nach. Das ist in Frankreich jetzt passiert. Dort versucht eine Frau Parfum herzustellen mit dem Duft von toten Menschen. Ach, die Idee ist sie gekommen, als wohl vor Jahren ihr Vater gestorben sein soll und sie ihn so sehr vermisst hätte, dass sie seinen Kissenbezug mit abgezogen hätte und hätte ihn aufgehoben, um ihn ab und zu mal riechen zu können. Soweit so gut, jeder, der schon mal Menschen verloren hat, weiß, wie schwierig es ist, wie gerne man sowas hat, an was man sich festklammert. Dagegen ist nichts einzuwenden, aber jetzt hätte sie ein chemisches Verfahren entwickelt, das es ihr erlaubt, die Düfte der Verstorbenen zu konservieren in einem Parfum. Und diese tolle Erfahrung möchte sie auch jetzt mit der ganzen Welt teilen, denn sie verspricht jedem, der ihr ein Kleidungsstück eines geliebten Menschen schickt, ein Parfum zu entwickeln und damit diesen Duft zu konservieren. Für geschenkte 560 Euro. Die Flasche 30 Milliliter, wenn überhaupt. Für mich geht das entschieden zu weit. Ich möchte da fast sagen, die Frau hat einen leicht an der Klatsche. Das ist stupides und dreckiges Geld verdienen mit den Schmerzen anderer Menschen. Leute, die sich dort an etwas klammern möchten, weil sie mit dem Verlust des Menschen nicht zurechtkommen. Und daraus soll dann wiederum Geld für andere Sachen gewonnen werden. Das ist mir zu krass, das ist mir zu abartig, muss ich ehrlich sagen. Kann jeder wiederum eine andere Meinung haben? Eure Meinung in die Kommentare und wir sehen uns sofort auf der Endcard. Hallo und herzlich willkommen auf der Endcard. Ich bedanke mich bei euch fürs Ansehen des Videos.
jetzt noch zwei andere Videos. Oben die letzte News-Folge von letzter Woche. Unten die aktuelle GTA-Folge vom Let's Play. Unter mir der Button zum Abonnieren meines Kanals. Alle Links zum draufklicken. Tolle Ding dieses Internets. Von daher wünsche ich euch einen angenehmen Start in die neue Woche. Macht's gut.